10. Klasse. Welches Fach kommt? Kunst. Kunst ist es nicht, es ist Sport. Hier ist Herr Gemeiner. Ja, ich habe auch ein bisschen am Ball gekickt, Herr Gemeiner. Und Sie haben eine Fußballprüfung für uns mitgebracht, oder? Genau, ich habe eine Torbahn mitgebracht. Ja. Weil wir nämlich gleich Torbahnschießen machen. Aber Präzisionstorbahnschießen, es ist wirklich ein ganz neues, tolles Ding, was wir da ausgegraben haben. Und ich würde gerne mal den angehenden Fußballprofi Justin sehen in dieser Prüfung. Und tja, von euch vieren, mal schauen. Ich glaube, Lothar Matthäus muss ran, oder? Nehmt euch noch einen Helfer mit. Dr. Renz, komm am besten auch noch mit. Nimm du dir auch noch einen Helfer mit. Kommt zu uns. Das hier ist nämlich eine Sutu-Wand. Ist das richtig? Das ist die Sutu-Torwand. Ja, die Aufgabe lautet, welches Team schafft es, in 90 Sekunden die meisten Treffer zu erzielen? Bei einer die Bälle anreicht und der andere schießt. Nach 90 Sekunden ist Wechsel. Wer die meisten Treffer erzielt, gewinnt das Spiel. Lothar Matthäus legt vor. Weltfußballer, Erster Ball für euch. Weltmeister, Deutscher Meister, Hausmeister. Wie viele Treffer in 90 Sekunden? Drei. Dr. Renz von Fettes Brot legt auf. Und los geht's. Und das ist der Erste. Und das geht ganz easy. Das geht ganz, ganz easy. Er kann's noch. Er kann's noch und wie. Jetzt hier Abstimmungsschwierigkeiten, Hans-Siegel hilft. Und da ist einer nach dem anderen, den er macht. Ich darf nur einer anreichen. Der muss die Bälle da drüben reinlegen. Und jetzt dürfen alle helfen. Ja, alle helfen. Ja. Und Lothar Matthäus macht einen nach dem anderen rein. Und sogar die mittlere. Jetzt gibt's Abstimmungsschwierigkeiten. Nur ein Ball, Leute. Arbeitet als Team zusammen. Rolle, rolle, rolle. Die Hälfte der Zeit ist ran. 10 Treffer. Das geht nicht. Und ihr verliert zu viel Zeit in der Abstimmung. Die Bälle müssen kommen, Leute. Schneller, schneller. Bringt die Bälle an den Mann. Nur einer, nur einer. Oh, jetzt ist er unten. Und jetzt sind sie. Und nochmal, komm! Jetzt nochmal Gas geben! Denkt an die Abstimmung, Leute! Und der trifft! Wow! 15 Sekunden noch, noch einer! Und nochmal, 16 Treffer! Und 16 Treffer! Treffer für Lothar Matthäus. Wahnsinn. Bist du zufrieden mit deinem Team? Ab und zu kleine Unstimmigkeiten, aber sonst haben wir wieder als Team überzeugt. Und du an der Speerspitze. Wahnsinn. Sehr, sehr gut gemacht. Justin, Voice Kids Versager, tritt jetzt an. Spaß. Er hat jetzt einen Weltfußballer vorgelegt. Gar kein Druck. Du kannst jetzt Weltfußballer-Besieger werden, Justin. Geschichte schreiben. Schreib Geschichte. Sobald du mehr als 16 hast, wir zählen mit, rasten hier alle aus. 16 gilt es zu schlagen. Und direkt unten rechts. Und die Abstimmung ist gut. Niklas und Justin arbeiten gut zusammen. Und treffen einer nach dem anderen. Justin Jansen, den hätten wir in Russland gebraucht. Und er ist auf einem sehr, sehr guten Weg und trifft einer nach dem anderen. 12, wir sind bei 12. Da will noch einer sagen, wir haben ein Stürmerproblem. Er trifft sie alle. Du bist bei 15, 2 noch, da ist der Treffer. Wow! Lothar, was sagst du dazu? Ja,
dass wir brauchen uns um deutschen Fußball keine Zukunft, ja, keine Angst Sorgen zu haben. Wir brauchen keine Sorgen. Nein, Jogi hat das super gemacht, schnell, präzise, konzentriert. Hat er kaum einen Fehlschuss gehabt, also wirklich verdienter Sieger. Und das von Lothar Matthäus zu hören, das ist was ganz Besonderes. Guck mal, Jogi, hier ist der Nachwuchs. Justin, 18 hast du gemacht. Neuer Punktestand 33 zu 22 für unsere Kids. Kräftiger Schluck. Gönnt euch. Ich nehme auch einen.